Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge For the People. Dieses Video stammt auch aus dem Twitch-Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Ergebnis des 21. September. 4.000 unserer Mittel haben wir ausgegeben, minus 5 Zustimmung bei der Partei. Bergleutebezirk minus 4, ach scheiße. Und ansonsten keine Veränderung. Ich kann mir gut vorstellen, dass das die Folge dessen ist, dass wir dort dem Kollegen Chester keine zusätzlichen Truppen genehmigt haben, weil da ja irgendwie auch stand, dass die Leute dort in dem Viertel oder in der Stadt das nicht so gut finden. Ja. Ja. Aber ich finde, so schlecht ist der Tag nicht gelaufen. Nee. Also dafür, dass wir gerade der Korrupt, also aufgefordert worden sind, uns bestechen zu lassen und gleichzeitig dann gesagt haben, wir fangen jetzt einen Feldzug gegen dieses korrupte Netzwerk an, finde ich, sieht es immer noch ganz gut aus. Ja. Ja, das stimmt. Okay. Schließen wir den Tag ab und gucken, was kommt. Donnerstag, 22. September. Oh. Francis River am Apparat. Frank? Hallo. Hier ist Rain. Ich rufe an wegen deiner Frage über unseren gemeinsamen Freund Jack Chester. Was soll ich sagen? Du hattest recht. Er hat wirklich Dreck am Stecken. Ich musste hier jemanden einschüchtern, jemanden verhören, etwas beschlagnahmen, aber insgesamt habe ich alles heimlich gemacht. Vielen Dank, Rayan. Gibt es unmittelbare Beweise? Zeugen? Dokumente? Ja, all das habe ich auch herausfinden können. Ich werde mir Mühe geben, heute Abend zu dir zu kommen und alles zu übergeben, was ich ausgraben konnte. Gut. Ich werde auf dich warten. Und, Rain, ich bitte dich, sei vorsichtig. Wer weiß, zu was diese Menschen fähig sind. Auch ich habe Talente, Frank. Also entspann dich. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Und viel Glück. Oh Mann. Es geht hier direkt weiter. Genosse River? Genosse Kiplin, Vorsitzende des Versorgungskomitees am Telefon. Sei so nett, verbinde mich mit ihr. Einen Moment. Guten Tag, Genosse River. Ich störe nicht. Guten Tag, Genossin Kippler. Nein, Sie stören nicht. Ich höre. Genosse River, ich habe dem Stadtkomitee die Tonbänder übergeben, von denen ich Ihnen bereits erzählt hatte. Auf ihnen kann man wunderbar hören, wie beide Chesters, der Jüngere und der Ältere, einige Male versuchen, auf mich Druck auszuüben, um mich zur Zusammenarbeit zu bewegen. Natürlich habe ich mich trotz aller Drohungen geweigert. Mich haben all ihre dunklen Machenschaften und ihr dreckiges Geld nichts interessiert. Seltsam, dass Sie Ihre Worte nicht in Taten umgesetzt haben, meinen Sie nicht? Sie hatten nichts gegen mich. Den Vorsitzenden des städtischen Dienstes ermorden, das ist selbst für Sie ein bisschen zu viel. Und ich denke, bei all meinen Vorbehalten gegen den Genossen Lebowski, er war nie ein Mörder. Er hätte so etwas einfach nicht zugelassen. Ich hoffe, dass Sie recht haben. Nun, die Staatsanwaltschaft wird sich für die Androhung körperlicher Rache interessieren. Ohne Zweifel. Wenn nur Chester nicht bis zu Ihnen vorgedrungen ist. Sie denken... Aber nein, wo denken Sie hin? Unbegründete Befürchtungen. Ich hoffe, dass alles klappt. Auf Wiedersehen, Genosse River. Auf Wiedersehen, Genossin Kippler. Danke für die Hilfe. Boah, dann droppt die noch sowas. Oh, Telefon. Mhm. Können wir wieder gehen? Wir haben noch nicht mal Tee gehabt. Ja. Genosse River, beim Stadtkomitee sind Dokumente eingegangen, und zwar auf Ihren Namen aus dem Versorgungskomitee. Gut, Helen, danke. Schicken Sie eilig in die Gebietsstaatsanwaltschaft. Oh Gott. Gut, Genosse River. Warum haben wir uns die nicht erstmal selber angehört? Ja. Ist das direkt in die Staatsanwaltschaft gegangen? Okay. Genosse River, zu Ihnen kommt Genosse Major Kopper. Ja, ich warte auf ihn. Lassen Sie ihn herein. Er kommt schon zu Ihnen. Ah. Noch einmal guten Tag, Frank. Das Wetter heute ist bescheiden. Der Situation entsprechend. Ich muss mal kurz was...
zu trinken eingießen. Hallo Rain. Du weißt doch, ich mag Regen. Ja, du warst immer schon nicht ganz normal. Das ist aber nicht wichtig. Ich habe durchgearbeitet, was Overton ausgegraben hat. Jetzt können wir die Sache der Chesters offiziell aufmachen. Und keinerlei Anschuldigungen über illegale Beschattung. Alle Dokumente liegen bereits bei Helen. Vielen Dank, Rain. Ich schätze das. Für ein Dankeschön kann ich mir nichts kaufen. Hm. Was willst du? Jetzt gerade brauche ich zu deinem Glück nichts. Aber ich erwarte, dass du in Zukunft Gefallen mit Gefallen beantwortest. Unbedingt, Rayan. Ich krieg noch ein Bier von dir. Nur nicht heute. Du bist auf dünnem Eis, Frank. Aber nein, das ist noch nicht alles. Glaub das nicht. Nach all dem hier kaufst du mir bestimmt ein Bier. Was gibt es da bei dir? Hast du eine ausländische Spionagezelle ausgehoben? Noch nicht. Ich bin gekommen, um dich freundschaftlich zu warnen. Gestern Abend habe ich mich mit Jack Reed getroffen. Wir hatten ein sehr merkwürdiges Gespräch. Er gab sich sehr zweideutig und ich bin mir immer noch nicht so richtig sicher, worauf er hinaus wollte. Zur Sache, Ray. Kurz gesagt, Frank, Sie haben offenbar mit dem vorhergehenden Vorsitzenden der Politabteilung unsaubere Geschäfte gemacht. Jetzt schlägt er auch mir Zusammenarbeit vor. Ich weiß, dass du mit ihm arbeiten musst, also sei vorsichtig. Das ist sehr interessante Information, Ray. Dank dir vielmals, Freund. Ich werde vorsichtig sein. Hör auf, ich habe getan, was ich tun musste. Aber auch andere Angelegenheiten lassen nicht auf sich warten. Deshalb muss ich los, Frank. Und hoffe nicht, dass ich das mit dem Bier vergesse. Schön, dich gesehen zu haben. Ebenfalls, Ray. Ach, der Gewerkschaftsfunktionär macht also auch schmutzigen Zeug. Und bevor ich jetzt hier anfange vorzulesen, er hat doch jetzt gerade... Ging es gerade um den Gewerkschaftssekretär oder ging es um diesen André Brasilach, der jetzt für uns da... Nee, Overton war irgendwer, der bei den... Overton war doch unser Spion, der Hacker. Der abgehört hat. Das heißt, Rayan hat gerade quasi von Overton diese Machenschaften da abgehört. Aber getroffen hat er sich gestern mit dem Gewerkschaftsfunktionär, der anscheinend vorher mit seinem Vorgänger schmutzige Geschäfte gehabt hat. Und er hat gestern um den heißen Brei rumgeredet, um Rayan quasi was Ähnliches anzubieten. Ähnlich wie der Direktor oder die Chesters mit dem vorherigen Stadt. Das ist alles schlimm. Es stimmt. Vor allem ist es verwirrend. Ich bin gespannt, was noch so passiert und mach einfach mal weiter. Francis, darf ich Sie kurz ablenken? Selbstverständlich, Helen. Ist was passiert? Ja und nein. Du verhältst dich merkwürdig, Helen. Vielleicht setzt du dich erstmal hin? Die Sache ist die, Francis. Entschuldigen Sie, aber ich habe zufällig Ihr Gespräch mit Major Copper gehört. Und offenbar kann ich Ihnen mit Reed behilflich sein. Hörst du schon lange bei meinen Gesprächen zu? Ihre Tür ist nicht die schalldichteste. Wenn Leute laut reden, bekomme ich ungewollt so einiges mit. Gut, Helen. Und wie kannst du mir mit dem Genossen Reed helfen? Ich habe sozusagen eine Quelle ganz nah dran. An ihm. Ich möchte ihn nicht nennen, aber ich habe mit ihm eine Vertrauensbeziehung. Kurz gesagt, ich bin mir sicher, dass Reed etwas Schmutziges treibt und wenn Sie möchten, kann ich das genauer herausfinden. Okay.
Ich habe irgendwie, als wir in die Pause gegangen sind, gedacht, dass so langsam Freund und Feind klar sind. Oder zumindest jetzt Feind. Ist, ja. Nicht genau. Ganz so schlimm mit Feind. Genau, scheiße. Und Helen ist ja selber auch noch mal so ein bisschen, also natürlich hilft sie uns ja gerade schon die ganze Zeit, das ist super. Aber dennoch ist sie völlig überqualifiziert für den Job, den sie macht. Ist die Tochter von irgendeinem höheren Parteimitglied. Hört nebenbei zufällig durch unsere nicht schalldichte Tür unsere Gespräche mit. Und kommt jetzt mit diesem Vorschlag. Ja. Ich fange schon wieder an zu theoretisieren. Ist mir klar. Aber an der Stelle bin ich mir echt unsicher, was der richtige Ansatz wäre. Herr Horsti sagt auch gerade, es ist nicht die unschuldige Helen. Ich merke das auch. Ja. Also irgendwie möchte ich jetzt gern mehr wissen über das, was sie nicht sagt. Ja, genau. Das möchte ich auch. An der anderen Seite ist es halt so, also sie kommt jetzt erst um die Ecke damit, dass sie bei Informationen zu dem Reed helfen kann, nachdem Rayan das gesagt hat. Rayan und sie, glaube ich nicht, dass die unter einer Decke stecken. Es kann sein, dass sie einen Plan verfolgt. Ich sehe aber noch nicht, dass sie uns hilft, also das, wo ihr persönlicher Vorteil ist, wenn sie uns hilft, mehr über Reed rauszukriegen. Also es wäre nur eine Informationsquelle mehr. Was wir dann mit der Information anfangen, steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Genau. Aber ich würde wirklich gern wissen, wo sie noch überall so ihre Netzwerke hat. Ja, aber ich neige jetzt auch eher dazu, Helen zuzustimmen. Ich auch. Tja. Also Helen, das klingt interessant. Wann kannst du etwas Genaueres erfahren? Ich kann ein Treffen für morgen anberaumen. Die Quelle hat Gründe dafür, dem Genossen Reed nichts Gutes zu wünschen. Und die beiden waren in ihrer Zeit ziemlich eng. Ich bin fast sicher, dass ich alles erfahren kann, was nötig ist. Lass uns das so machen. Kann ich in diesem Falle gehen? Eine Frage, Helen. Warum hilfst du mir? Weshalb? In welchem Sinne? Wenn der Genosse Reed schmutzige Sachen macht, dann ist das mindestens sehr riskant. Außerdem bist du doch überhaupt nicht verpflichtet, das zu machen. Ich bin, kann man sagen, verwirrt über einen solchen Anteil an meinen Problemen. Ja. Ich weiß nicht, Francis. Vielleicht will ich Ihnen einfach helfen. Es klingt lächerlich, aber mir scheint, ich vertraue Ihnen und Sie sind mir vertraut. Erinnern Sie sich? Ich habe Ihnen von Vater erzählt. Also, ich hatte außer ihm eigentlich keinen wirklich nahen Menschen. Bin ich sicher, ob ich das erklären kann? Helen, du lässt mich erröten. Ich hoffe, dass ich dich mit meinem Verdacht nicht beleidigt habe. Das macht nichts. Ich verstehe das alles. Übrigens, Francis, wollen Sie mich heute nicht nach Hause begleiten? Ich habe schon einen Shepherd's Pie gemacht. Vielleicht ist das das Beste, was ich zubereiten kann. Wenn nicht das Einzige. Verführerisches Angebot. Wird es denn nicht zu spät dunkel? Zu spät, Francis. Die Pirogge soll doch nicht schlecht werden. Was ist eine Pirogge? Russisches Gebäck. Okay. Ich denke, Sie wollten Shepherd's Pie machen. Ja, okay, also... Oder wir bekommen hier gerade Andeutungen mit, die nicht in unserem Kulturkreis, keine Ahnung. Oh ja, das stimmt, das kann auch Dass irgendwie solche Sachen sind wie, ich habe den Lachs schon gebuttert oder, keine Ahnung. Da liegt der Hase im Pfeffer. Ja, also, okay, ein sehr gutes Argument. Übrigens, der Arbeitstag geht zu Ende. Deshalb kannst du deine Sachen packen und ich mache die Papiere auf dem Tisch fertig und ziehe mich an. Warte auf mich
in, sagen wir, 15 Minuten. So schnell haben wir Feierabend? Und keine Minute später, Francis. Verlass dich drauf. Okay, Punkt 1. Nicht zum Spiel, zum Chat. Ich finde es total großartig, dass direkt jemand nochmal Pirogge gegoogelt hat. Vielen Dank. Und vielleicht kann ja jemand rausfinden, ob da irgendein russisches Sprachbild dahinter steckt. Ich habe keine Ahnung. Gefüllte Teigtasche. Und Shepherd's Pie, also die Sachen, die hier sexuelle Andeutungen sind mit Shepherd's Pie, da nicht wirklich. Ich dachte auch, es geht irgendwie ums Essen. Aber bevor wir mit Hedlin den Feierabend verbringen, also wir alle zusammen, wie auch immer, müssen wir die Ressourcen noch verteilen. Auf jeden Fall. Wir verteilen jetzt mal die Ressourcen. Also, 55, 2 Tage vor dem Versand. Wir sind nicht schlauer geworden und hier oben haben wir, okay, also wir haben 32 zur Verfügung. Machen wir erstmal hier, also zack, 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 das, was gemacht werden muss. 3, 3, hier müssen 6 hin, hier müssen 3 hin und hier müssen auch 6 hin, haben wir noch 11. Damit sind wir hier oben überall nicht im Grün. Wir müssen im Prinzip alle Betriebsmodi hochziehen. Ja. Und würde ich tatsächlich auch gerne. So. Ich glaube, uns bleibt wenig anderes übrig. Vor allem, weil wir ja in 2 Tagen auch 55 Einheiten verschicken müssen. Wir werden auch unseren... Ja. So, ich mach mal hier so ein bisschen, versuche ich zu optimieren. Auf... das, was wir uns noch leisten können. Ne, hier sind wir gut bei den Werkzeugen. Und jetzt sind wir auf 0. Und hier oben plus 4, plus 1, plus 1, plus 2. Brrr. Und wir haben noch ein paar Werkzeuge auf Lager. Wir haben 50 und wir brauchen 32. Wir könnten ohne Probleme einen hochgehen, um einfach mal einen Schwung mehr da zu haben. Und ich glaube, wir sollten das tun. Ich stimme dir zu. Hier haben wir jetzt wieder in den ganzen Bezirken, was ihr nicht sehen könnt, einen kleinen Pfeil dahinter. Das wird unsere Zustimmung wahrscheinlich um 2 erniedrigen. Aber so ist das. Wir können das halt nicht allzu oft machen. Nee. Aber ich würde jetzt einmal auf intensiv gehen, weil das sieht mir hier schon wieder düster aus. Ja. Aber damit wäre das abgeschlossen. So, Karte oder Beschwerden? Karte, bitte. Karte. Also, hier haben wir den Zirkus, wo unser Agent war. Bestechender. Anfangs schien es, dass das Reich, damit Lovell sein Geschäft schließt. Er selbst war anderer Meinung und schon bald wurde ihm eine erhebliche Summe dafür angeboten, bei den Gaben des Meeres nicht genauer hinzusehen. Der Agent spielte einen mäkelnden Käufer und begann, sich das Geschäft genauer anzusehen. Er war kein allzu guter Spion und fiel auf, hat es aber trotzdem geschafft, das eine oder andere herauszufinden. Okay. Verstehe diesen Anfang nicht. Anfangs schien es, dass es reicht, damit Lovell sein Geschäft schließt. Er selbst war anderer Meinung und schon bald wurde ihnen eine erhebliche Summe dafür angeboten, bei den Gaben des Meeres nicht genauer hinzusehen. Aha. Jetzt sitzt er in der Falle. Bestechung ist ein ernstes Verbrechen. Das soll ihm mal jemand erklären. Dieses Geld geht an die Bedürfnisse des Volkes. Also, wir müssen mit ihm in Kontakt treten. Okay, die eine Variante ist, wir stecken uns das Geld selber ein.
Und die andere Variante ist, wir erklären es ihm. Ich würde also es ihm gerne erklären. Genau. Und jetzt ist die Frage, wer es ihm erklärt. Das könnte... Ich hätte Abai Alishan gesagt, weil moralischer Unnachgiebigkeit. Und an der Stelle ist Rigorosität in so einer Konfliktsituation noch gar nicht schlecht, vor allem, weil das ja gepaart ist mit einem grundsätzlich ruhigen Charakter. Genau. Ich kann mir den auch gut vorstellen. Ich bin da, ich möchte mir das nicht selber einstecken, obwohl wir nur 17 haben, aber ich würde dann eher nochmal bei der beim Gebietskomitee anrufen und sagen, bevor ich hier mir Sachen einstecke. Das ist der ja, The Chester Way, so that's not how we roll. Und dazu kommt ja noch, dass wenn wir uns jetzt bestechen lassen und jemand zufälligerweise auch davon Tonbandaufnahmen macht, dann werden wir ja wieder bestechlich. Insofern glaube ich, ist es einfacher an der Stelle zu sagen, ach komm, nee. Ja, also machen wir das. Okay, so, wir haben Miliz und Bergleutebezirk an den Genossen Francis River. Genosse River, ich melde, dass während des planmäßigen Dienstes der gefreite R. Krammer aus der Unterkunft des 2. motorisierten Schützenregiments verschwunden ist. Der Gefreite hatte ein Standardgewehr und die übliche Menge Munition bei sich. Ich bin gezwungen, diesen Vorfall als potenziell gefährliche Desertation zu betrachten. Ich bitte Sie, Hilfe bei der Feststellung des möglichen Aufenthaltsorts von Krämmer zu erweisen und Maßnahmen zu seiner Festnahme und Übergabe an das Tribunal mit Einzug der gesamten staatseigenen Bewaffnung zu treffen. In Verbindung mit der Notwendigkeit, die Chancen zur schnellen Ergreifung des desertierten Wehrdienstleistenden zu steigern, halte ich es für nützlich, Sie über die Umstände zu informieren, die den von ihm geleisteten Wehrdienst begleiteten. Gefreiter Krammer, 18 Jahre, Corvinia. Ungünstige Abstammung. Ein Vorfahre kämpfte für die Schwarzgardisten. Er wurde wegen seiner Nationalität seitens kentischer Wehrdienstleistender schikaniert, aber diese Schikanen wurden von den Sergeants unverzüglich unterbunden. Deshalb halte ich die Annahme von moralischem Druck oder anderem Rauditum, die zur Desertation geführt haben, für unbegründet. Der Vater von Krammer wohnt in der Straße der Kommune 18, Wohnung 4. Ich halte es für nötig, den Aufenthaltsort des Deserteurs an dieser Anschrift zu überprüfen. Die Kommunadin Barbara Seuka wohnt in der Theodor-Knecht-Straße 2, Wohnung 8. Die Briefe des Gefreiten geben Grund zur Annahme, dass Seuka und Krammer in naher Beziehung zueinander standen, stehen. Ich halte es für nötig, auch diese Anschrift zu überprüfen. Rupert Greenwood, Kommandeur des 2. motorisierten Schützenregiments. Oha! Der bewaffnete Deserteur kann leicht ein Massaker anrichten. Militärs und Milizionäre müssen schnellstmöglichst eine gemeinsame Bestreifung der Stadt organisieren. 9000. Ich würde auch von diesem halbgebildeten Hohlkopf fliehen. Soll er doch selbst seine Soldaten fangen. Wir müssen schon wieder spekulieren. Also auf der einen Seite denke ich, ja gut, da läuft jetzt gerade ein junger Mensch durch die Stadt, bewaffnet. Der könnte eine potenzielle Gefahr sein. Allerdings gibt es ja bisher irgendwie keinen Grund anzunehmen, dass er Waffen mitgenommen hat, irgendwie auch. Zumindest habe ich das gerade nicht gelesen. Und dass er für irgendwen eine Gefahr ist. Naja, der Gefreite hatte ein Standardgewehr und die übliche Menge Munition bei sich. Das ist aber auch so, du gibst nicht deine Waffe zurück, bevor du desertierst. Weil du ja weißt, dass Desertation nicht so gut im Lebenslauf aussieht. Ja. Also ich wüsste jetzt gerade nicht so richtig, warum wir ihnen jetzt doch die Möglichkeit geben sollten, die komplette Stadt zu bestreifen, nachdem wir das vorhin die ganze Zeit versucht haben zu verhindern. Das Problem ist, dass uns Rupert Greenwood, Kommandeur des 2. motorisierten Schützenregiments, schreibt und nicht der Chef der Miliz.
Deswegen meine ich, ich spekuliere schon wieder. Ja. Also in dem Falle gehen Militär und Miliz gemeinsam auf Streife in unserer Stadt. Und keine von beiden Gruppen steht unter unserer Kontrolle. Wie gesagt, das ist reine Spekulation. Ja, und an der Stelle würde ich auch sagen, also erstens, 9000 ist mir zu viel. Mhm. Aber er hat Familie in der Stadt. Er hat eine Vertraute oder ehemalige Liebhaberin oder weiß ich nicht, auch in der Stadt. Warum sollte ein Deserteur wild um sich schießen in einer Stadt, die ihm nichts getan hat, in der Familie und eine ehemalige Geliebte wohnen? Und wir wissen, dass sie da sind, was bedeutet, dass wir die relativ schnell fragen können, um herauszufinden, was denn so sein Umfeld und sein Kontaktkreis so ist. Insofern, ich sehe gerade noch nicht den Sinn, die komplette Stadt zu bestreifen, wenn wir doch direkt die Kontaktpunkte angehen können, die ja bekannt sind. Ja, ich würde hier tatsächlich auch ich würde auch von diesem halbgebildeten Hohlkopf fliehen, soll er doch selbst seine Soldaten fangen. Ist etwas, was ich zu mir selbst sagen würde. Der weiß ich nicht, aber finde ich eigentlich ganz okay. Ich würde ihm nicht das direkt vor in den Kopf werfen, aber tatsächlich ja. Also wir würden versuchen, es ein bisschen sachlicher, zielorientierter. Aber du bist bei mir, ne? Also ich sehe jetzt nicht, dass da wahnsinnig viel Gefahr von ausgeht, dass wir so eine massive Suchaktion machen müssen für einen Deserteur mit unglaublichen Mitteln, die wir gut für das Wohl der werktätigen Bevölkerung einsetzen können. Ausgeben ja, sollten. Ich bin ganz bei dir. Ich wundere mich gerade, dass das viel, viel teurer ist als unsere Katastrophenschutzübung am letzten Arbeitstag. Ja. Also, nicht. Ja, ich bin Office 2. Sie haben die widerlich verfasste Bitte von Greenwood ignoriert. Okay. Da war eine Wertung drin. In der Zwischenzeit ist übrigens Adams Fredinator verlassen. Vielleicht ist er auch noch da. Fredinator, auf jeden Fall gute Nacht und frohes Schaffen, wenn du morgen früh raus musst. Schön, dass du da warst. Okay, und jetzt Miliz, das ist das Ergebnis. Nee. Das ist jetzt was Neues. Ja. Chester. Ah, es geht weiter. Sie haben einen Agenten geschickt, um ihn und ihm aufgetragen, herauszufinden, was im Hause der Chesters vor sich geht, und zwar mit beliebigen Methoden. Apropos, jetzt beginnen sie zu erraten, was John Chester eigentlich meinte, als er an einem der ersten Tage ihres Dienstes mit ihnen sprach. Sie sind verblüfft über die Frechheit und das Selbstverständnis der Leute, die sich 50.000 Menschen einfach unterworfen haben. Nun haben wir euch, ihr Mistkerle. Ihr habt nicht mehr lange und das Geld aus den Versicherungen zu genießen. Ein voller Erfolg. Er Agent pirschte sich heimlich ans Haus der Chesters an, wartete dort bis zum nächsten Treffen ab. Ihm gelang es, mit selbstgebauten Abhörgeräten zu erfahren, worüber geredet wurde. So haben sie von dem Korruptionsplan erfahren, der mit der Krankenversicherung verbunden ist, die den Einwohnern von Eisen 1 aufgenötigt wurde. Ein bedeutender Teil ihrer Einnahmen floss nicht in die Gesundheitseinrichtungen der Stadt, sondern direkt in die Taschen von Chester und Beckett. Außerdem hatten die Unholde geplant, diesen Plan in ganz Eisen 1 anzuwenden. Natürlich konnte der Agent keine Einzelheiten herausfinden, aber sie sind sich sicher, dass diese Informationen hinreichend sind, um die Herren des Lebens in die Ecke zu drängen. Ach, das ist das Ergebnis. Alles klar. Wir haben jetzt bei der Staatsanwaltschaft die Unterlagen von John Kipler. Wir haben jetzt diese Information, mit der wir aber gerade noch nicht so wahnsinnig viel anfangen können, außer dass wir es wissen. Und wir hatten noch einen dritten. Ja, von Rayan. Das war der, genau, Rayan. Der ja auch Beweise hat. Ja. Das heißt, wir sind erstmal gerade auf einem, das ist
mir gerade noch zu einfach. Ich warte gerade noch auf den großen Hammer. Aber vom Prinzip sind wir gerade auf dem richtigen Weg. Ja, würde ich auch sagen. Das war's erstmal für diese Folge von For the People. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Lasst gerne ein Like da, schreibt einen Kommentar und schaut auch gerne dienstags auf twitch.tv/anderelampe vorbei. Da treffen sich Romy und ich immer zur Dienstagspolitik. In jedem Fall einen zauberhaften Tag. Tschüss!